Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Frontline-Liebe, letzte Woche war es mal wieder soweit und der Frontline-Modus war eine Woche lang spielbar. Und zur Freude vieler Spieler war es diesmal endlich mal wieder nur gegen Achter. Ich glaube, letztes Jahr das Thema, als Wargaming hier auch die Neuner mit ins Spiel genommen hat. Man konnte ja, glaube ich, sobald einer der ersten Sektoren erobert wurde, sobald einer der zweiten Sektoren, glaube ich, erobert wurde, konnte man ja in seinen Neuner einsteigen oder in ein Tier-9-Fahrzeug. Und man muss schon sagen, das war stellenweise ein bisschen nervig. Und natürlich, wenn man diese Möglichkeit genutzt hat, hatte man zwar ein stärkeres Fahrzeug, aber das Credit-Einkommen war natürlich nicht so hoch. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Mein Eindruck war, dass viele der Spieler das letztes Jahr nicht so cool fanden. Und Wargaming hat jetzt zumindest in dieser Season oder in dieser Woche das wieder rückgängig gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Und es war wieder ausschließlich ein Tier 8 Modus. Wargaming hat sich aber nicht positioniert, ob das in Zukunft nicht wieder mal anders läuft. Also ob in einer der nächsten Durchgänge bei Frontline auch wieder Neuner mit dabei sind. Da müssen wir mal abwarten. Was aber relativ sicher ist, dass Frontline dieses Jahr pro Battle Pass Season nur jeweils eine Woche gespielt wird. Und das ist nicht allzu viel. Das müssten dann also 3 oder 4 Frontline-Wochen übers Jahr verteilt sein, je nachdem, wie viel Battle Pass Season es gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 3 oder 4 waren letztes Jahr. Ich glaube, es waren 3, also müssten es dann auch 3 Frontline-Wochen sein. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Eine 4. Woche wäre schon irgendwie cool gewesen, weil es natürlich auch ein wunderbarer Modus ist, der unter den entsprechenden Voraussetzungen, also Premium-Account, Premium-Panzer, Credit-Booster, Clan-Booster, eine extrem gute Möglichkeit ist, um sein Credits-Konto aufzufrischen. Also genauso auch wie in den letzten Jahren. Und das habe ich letzte Woche auch genutzt. Ich bin jetzt nicht allzu viele Runden gefahren. Ich habe also die 15 Stufen, glaube ich, gar nicht voll gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich einiges an Credits aus den Runden rausgezogen. Ich muss aber auch sagen, es lief insgesamt recht gut bei mir. Ich habe 4 oder 5 Generäle, glaube ich, gemacht. Und das ist natürlich immer so eine kleine Grundvoraussetzung dafür, dass man auch recht erfolgreich, was die Credits angeht, Frontline fährt. Grundsätzlich war das auch so der ausschlaggebende Punkt, weil es so gut lief, dass Frontline mir wieder mal Spaß gemacht hat. Ich weiß, dass einige da so ein bisschen dem ganzen Modus überdrüssig sind. Man muss es natürlich jetzt auch nicht übertreiben. Deswegen bin ich auch aus zeitlichen Gründen, aber auch aus Motivationsgründen jetzt nicht die ganze Woche Frontline durchgegrindet. Das ist dann auch ein bisschen anstrengend. Aber so für hin und wieder mal, warum eigentlich nicht? Wargaming hat auch ein paar Anpassungen im Vergleich zum letzten Jahr vorgenommen. Neben den Änderungen oder den Rückschritt, was die Tierstufe angeht. Sie haben die Kampfreserven ein bisschen überarbeitet, wobei ich da jetzt sagen muss, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wirklich drauf geachtet, habe ich jetzt nur festgestellt, als ich mir den Artikel nochmal durchgelesen habe. Fühlt sich okay an, kann man mit spielen. Ich bin jetzt hier immer mit Artischlag, Aufklärungsflugzeug und wie heißt das auf der neuen? Inspiration, da hat mir das Wort gefehlt, Inspiration gefahren. Ein Pionier ist sicherlich auch denkbar, gerade wenn es darum geht, dass man, wenn man Angreifer ist, da besser die Punkte, schneller die Punkte einnehmen kann. Ansonsten natürlich, man kann Battle Pass Punkte sammeln und gerade wenn man auch recht erfolgreich Frontline fährt, ist das schon recht ertragreich, was die Battle Pass Stufen angeht. Also ich konnte da durchaus noch ein paar Stufen im Battle Pass ergrinden, bevor ich dann am Sonntag den Battle Pass, die restlichen Stufen mit Gold gekauft habe, um natürlich alle Vorteile aus dem Battle Pass rauszuziehen. Ansonsten hier Karte Kraftwerk, passend dazu auch
hatten wir ja auch die Supertest-News, ich weiß gar nicht wann das war, aus dem Herbst oder aus dem Winter, dass Kraftwerk ein bisschen überarbeitet wird. Da ging es vor allen Dingen darum, dass die Angreifer einen, ich sag mal, kleinen Buff bekommen. Einige Positionen wurden da verbessert, beziehungsweise die Position der Verteidiger ein bisschen abgeschwächt, je nachdem. So dass man hier als Angreifer auf Kraftwerk ein bisschen, naja, erfolgreicher spielen kann. Wobei ich auch hier sagen muss, wenn man die Zeit verbummelt, dann kann man auch auf Kraftwerk als Angreifer durchaus noch verlieren. Das ist mir auch in meiner allerersten Runde passiert. Da war ich Angreifer auf Kraftwerk und ja, wir haben es tatsächlich verloren. Also es ist jetzt kein Auto-Win, dass man jetzt, wenn man als Angreifer auf Kraftwerk kommt, also man soll sich da jetzt hier nichts vormachen. Wargaming hat halt, wie gesagt, die ein paar Positionen insofern gebalanced, dass man es als Angreifer an manchen Positionen oder an manchen Stellen ein bisschen einfacher hat, gerade wenn es um die Punkte geht. Aber es ist jetzt, wie gesagt, nicht so, dass die Karte jetzt unbalanced geworden ist. Was ja immer so ein bisschen befürchtet wird oder wurde, wenn man solche Kartenänderungen sieht. Ich kann mich da noch an so vage an ein paar Kommentare erinnern, als das Supertest-Video online ging. Aber nein, es ist als Angreifer immer noch spielbar und auch als Verteidiger überhaupt kein Problem. Was ich, wie gesagt, schade finde, das habe ich ja gerade eben schon angesprochen, dass man pro Battle Pass Season halt nur einmal Frontline bekommt. Das ist zumindest so die Information, die so ein bisschen, na, ich will nicht sagen unter der Hand weitergegeben wurde, aber ja, es wird höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen. Im Gegenzug, und das muss man hier halt, wenn es jetzt zwar um Frontline-Liebe geht, auch ein bisschen mal mit thematisieren. Im Gegenzug ist es halt so, dass Stählerne Jäger jetzt im Juni tatsächlich den gesamten Monat läuft und Wargaming anscheinend auch im letzten Jahr, sag ich mal, mehr Ressourcen in diesen Modus investiert hat. Denn Stählerne Jäger hat eine dritte Karte bekommen, wenn ich das richtig sehe, zumindest eine neue Karte. Und das sind halt auch so ein bisschen die Wünsche, die ich für Frontline habe. Also es wäre schon ganz cool und meiner Meinung nach ist es eigentlich fast überfällig, dass auch Frontline eine dritte Karte bekommt, einfach der Abwechslung halber. Ich befürchte aber, dass wir da dieses Jahr uns keine Illusionen machen sollten und wir da entsprechend keine dritte Frontline-Karte sehen werden, wobei ich das jetzt ehrlich gesagt, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Ich habe da keine handfesten Informationen. Übrigens hier schön APCR gebounced, der IS-22. Ich hoffe aber natürlich auf nächstes Jahr. Nichtsdestotrotz scheint es so zu sein, dass Wargaming einfach mehr Ressourcen in Stählerne Jäger investiert, weil der Modus, wie soll ich denn das sagen? Er ist marketingtechnisch tatsächlich für Wargaming besser. Wir erleben ja auch, oder wir haben es ja auch in der Ankündigung gesehen, dass es auch wieder ein Turnier geben soll von oder für Community-Kontributoren, die dann gegeneinander antreten. Vermutlich auch mit entsprechenden Preisgeldern. Und ja, das ist natürlich marketingtechnisch, PR-technisch, passt das in die Strategie von Wargaming? Man muss sich ja nur mal rein oder anschauen, wie in den letzten anderthalb Jahren oder auch zwei Jahren das Thema Twitch-Drops sehr, sehr relevant für Wargaming geworden ist und damit entsprechend auch das ganze Streaming-Thema. Und so ein Turnier, Stählerne Jäger, lässt sich natürlich viel besser vermarkten, auch auf Twitch halt, gerade mit den ganzen Community-Kontributoren, wo ja mittlerweile die allermeisten fast nur noch Streamer sind, ein paar wenige YouTuber, aber im Grunde definiert sich alles übers Streaming aktuell und das ist natürlich, um das Spiel, den Modus zu bewerben und generell Reichweite für World of Tanks zu generieren, ist Stählerne Jäger anscheinend der Modus, oder was heißt anscheinend, ist halt offensichtlich der Modus, womit Wargaming mehr Aufmerksamkeit erreicht, beziehungsweise auch mehr Reichweite generiert und ja, das auch für die Zuschauer einfach attraktiver ist. Das ist halt bei Frontline, geht das halt in der Form nicht, ne? Also
Es gibt hier keinen, Turniermodus, es ist kein Battle Royale. Na klar, könnte man jetzt irgendwie 30 gegen 30 spielen, aber so viel CCs gibt es, glaube ich, am Ende gar nicht. Und dementsprechend disqualifiziert sich da Frontline so ein bisschen selber, um da so als Turniermodus irgendwie in Erscheinung zu treten. Und ja, das erklärt halt so ein bisschen, warum halt Wargaming jetzt im letzten Jahr anscheinend mehr Ressourcen investiert hat in Stählerne Jäger, um da halt auch eine dritte Karte zu bringen und auch Änderungen bei den Panzern. Ich habe auch neue Panzer oder so. Ich finde das persönlich sehr, sehr schade, da ich Stählerne Jäger als Modus so gar nicht mag und ich mich dem Modus auch tatsächlich, naja, ich will nicht sagen verweigere. Das klingt jetzt ein bisschen, na, hart. Kann man auch nicht sagen, aber es klingt schon so ein bisschen negativ. Ich habe auch einfach keinen Bock auf den Modus und dementsprechend habe ich auch keine Ambitionen, bei diesem CC-Turnier teilzunehmen. Damit limitiere ich mich im Grunde mit meinen Kanälen, YouTube und Twitch, natürlich auch ein bisschen selber, weil ich bekomme dann die entsprechende Reichweite nicht. Ich bekomme die entsprechenden Twitch-Drops für Stählerne Jäger nicht. Aber ganz im Ernst, wenn ich nicht dahinter stehe, was soll ich machen? Habe ich, also das merkt man dann ja auch dem Content einfach an. Hier im Übrigen jetzt beim zweiten Mal cappen, seht ihr mal, wie die Inspiration wunderbar funktioniert in Kombination mit einem Spotplane. Ich habe also vorher die TD-Position da oben mit einem Spotplane aufgemacht. Krieg einerseits das Spotting, andererseits aber auch durchs Inspirieren die extra XP, und das ist natürlich enorm ertragreich hier für mich gewesen. Also das auch nochmal zum Thema Frontline-Liebe und zum richtigen Moment, wo man die Reserven hier einsetzen sollte. Das hat ja gerade richtig gut funktioniert. Wenn man da so ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür hat, wann und wie man die Reserven einzusetzen hat, dann kann man allein über diese Reserven enorm viel Stufenfortschritt hier erzielen. Und natürlich ist es weiterhin so, dass man durch Cappen, aber auch durch die Cappen und da dann vor allen Dingen auch durch das Rausnehmen der gegnerischen Fahrzeuge, die Cappen, enorm an Stufenfortschritt sammeln kann. Da hat sich im Grunde nichts verändert bei Frontline. Wenn man das verinnerlicht und das beherzigt und da auch mal ein bisschen mutig, ein bisschen aggressiv quasi an diese Punkte rangeht und das wirklich im Hinterkopf behält, dann sind die Generäle hier jetzt kein großes Problem oder keine große Herausforderung. Man sieht auch hier, dass Platoonfahren auch und vor allen Dingen in Frontline erstens sehr viel Spaß macht. Es ist meiner Meinung nach viel entspannter als im Zufallsgefecht und halt deutlich ertragreicher, weil gerade solche Themen mit Cappen oder einer verteidigt oder stellt sich in den Cap, die anderen verteidigen ihn, der Einsatz der Kampfreserven, alles das, wenn man sich im Platoon so ein bisschen zusammenhält und auch eine ähnliche oder passende Panzerwahl vornimmt, dann kann das richtig, richtig gut funktionieren. Und das sieht man hier in diesem Gefecht, was ich euch jetzt zeige, auch. Ich hätte auch noch ein anderes oder andere Gefechte zeigen können, die ähnlich gut waren. Hier jetzt übrigens mal RNG. Den kompletten Clip in die Seite des Chryslers und kein Schuss macht hier irgendwie Schaden. Das war schon ziemlich, ziemlich frustrierend. Aber ja, sieht man hier in der Runde auf jeden Fall mit dem Platoon-Fahren. Aber ich hätte auch andere Runden aus dem Livestream zeigen können. Ja, kommen wir nochmal im Grunde so ein bisschen zurück. Also Stählerne Jäger, die dritte Karte ist da. Frontline leider nur halt pro Battle Pass Season einmal dieses Jahr. Jetzt interessiert mich natürlich auch, wie eure Meinung dazu ist. Also meine subjektive Wahrnehmung ist, dass Stählerne Jäger jetzt nicht so der beliebteste Modus ist. Zumindest bei den Zuschauern oder auch bei den Spielern. Also ist ja im Grunde das Gleiche. Und das so ein bisschen konträr dagegen steht, wie Wargaming halt diese beiden Modi halt bewirbt und halt auch ja, ins Spiel bringt oder halt eben nicht ins Spiel bringt. Und da interessiert mich jetzt halt mal eure Meinung. Die ist natürlich jetzt auch nicht repräsentativ, wenn ihr mir die in den Kommentaren da lasst, aber schreibt sie mir ruhig mal rein, wie ihr dazu steht,
ob ihr sagt, nee, das ist schon okay mit Frontline, irgendwie pro Battle Pass Season einmal. Ansonsten ist man so wieder übersättigt, wie man das vor ein paar Jahren hatte, wo man irgendwie, also wo es Wargaming tatsächlich auch einfach übertrieben hat, wo wir 10 Wochen übers Jahr verteilt Frontline hatten, also irgendwie pro Monat eine Woche. Da haben sie es echt gut gemeint, weil natürlich das Jahr davor war es recht dünn und dann wollten sie es wieder ein bisschen besser machen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder so, vielleicht sind ja auch ein paar unter euch, die sagen, ja, ich bin Frontline überdrüssig, Stählerne Jäger ist tatsächlich ein Modus, der mir deutlich besser gefällt. Und auch dieses Turnierformat finde ich eigentlich ganz cool. Da sind auch meine Lieblings-CCs dabei oder höchstwahrscheinlich dabei oder wie auch immer. Lasst mich das gerne mal wissen. Ich will einfach mal so einen kleinen Eindruck bekommen, inwiefern halt dieser Eindruck sich dadurch bestärkt, den ich habe. Also, dass halt Frontline zwar der beliebtere Modus ist, aber halt Wargaming eher aufgrund der erklärten Gründe auf Stählerne Jäger setzt. Nichtsdestotrotz, Frontline-Liebe, um wieder zum Thema zurückzukommen, hat mir in der letzten Woche sehr viel Spaß gemacht. Die Runden liefen, wie gesagt, alle recht gut. Und hier zusammen mit Kyrtano und Wanderfalke lief es im Besonderen recht gut. Wobei, ich glaube, die letzte Runde, die wir gefahren sind, jetzt muss ich überlegen, war, da gab es auch das Abzeichen mit den 20 Kills. Ne, in der letzten Runde war Kyrtano gar nicht mit dabei. Das muss dann also höchstwahrscheinlich die Runde hier gewesen sein. Wir sind jetzt bei 8... 15 Kills, da fehlen noch 5. Jetzt haben wir noch einen Kill gemacht, oder? Nee, haben wir nicht. Doch, 14. 16 sind wir jetzt. Und der General ist bei mir da. Wanderfalke hat den General schon gemacht. Und jetzt wäre es natürlich obermega cool, wenn das Kyrtano hier mit dem General auch noch schaffen könnte. Er ist aber gerade erst Hauptmann. Das heißt, er muss noch den Hauptmann voll machen. Dann kommt der Major und das ist noch ein Stück, was er hier vor sich hat. Und wir sehen schon, alle 6 Zonen sind eingenommen. Und ja, das Team hat jetzt schon Punkt 3 zu 2/3 zerstört. Punkt 4 ist schon zerstört und Punkt 5 ist auch schon angeknackst. Also wir haben hier nicht mehr allzu viel Zeit. Hier muss man jetzt also ein bisschen mal Eier machen und noch ein bisschen Schaden bzw. Kills für Kyrtano rausholen. Witzigerweise ist die Runde auch so ein bisschen Killstealer-mäßig von mir hier angelegt. Ich habe immer so ein bisschen die Kills weggenommen, was dann in der Summe dazu geführt hat, dass ihm halt am Ende hier höchstwahrscheinlich die Kills fehlen. So, wir werden hier rausgenommen vom Burask und steigen jetzt nochmal in den Kampfpanzer 07 ein. Und hier muss man natürlich auch nochmal, um das ein bisschen aufzugreifen, die Panzerwahl. Das kommt immer ganz gerne als Kritik, weil von YouTubern und Streamern, also auch von mir natürlich, Frontline immer so als der Credit-Modus beschrieben wird. Und das stimmt ja im Grunde auch. Aber, das muss man hier leider auch mit anführen, unter gewissen Voraussetzungen. Also ihr braucht natürlich Premium-Panzer. Ihr braucht im besten Fall gute Premium-Panzer, also Prochetto 07. Aber auch der neue tschechoslowakische Premium-Jagdpanzer ist natürlich herausragend für Frontline geeignet. Ihr braucht im besten Fall noch einen Premium-Account. Das sind schon mal so die zwei Grundvoraussetzungen. Und dann als nächstes im besten Fall noch ein paar Credit-Booster auf der Kante. Und als Topping obendrauf ein Clan, der zu den entsprechenden Spielzeiten, wenn die meisten dann online sind, natürlich auch ein paar Credit-Booster zündet. Und das dann in Kombination plus Platoon fahren, das darf man nicht vergessen, das bringt ja auch nochmal einen Credit-Bonus, kommen hier wirklich Credit-Werte zustande pro Runde. Die sind wirklich, wirklich lecker. Was man berücksichtigen sollte, und das braucht man meiner Meinung nach auch eigentlich größtenteils nicht, ist einerseits natürlich sparsam mit der Premium-Munition umzugehen, weil die natürlich wieder Credits rauszieht. Und andererseits natürlich auch so die Premium-Verbrauchsgüter überlegen, ob man die braucht. Also nicht nur hier Schokolade, Cola und solche Themen, sondern auch die großen Medikits und die großen Rap-Kits. Wenn man die nicht auf Lager hat und nicht gerade irgendwann mal günstig für 10.000 oder 15.000 das Stück gekauft hat, dann kann das auch ziemlich ins Geld gehen. Dann lieber die Panzer, die man in Frontline fahren will,
insofern austauschen, dass man dort halt nur die kleinen Rap-Kits und Medikits mitnimmt, um einfach das Credit-Einkommen noch ein bisschen zu boosten. Und man kann ja zum Reparieren immer noch die Rap-Punkte nutzen und ist jetzt nicht permanent auf die, ja, auf die großen Verbrauchsgüter angewiesen. Kirtano schafft hier leider nicht mehr den General, deswegen bleibt es bei 2 Generälen und einem Major im Platoon. Trotzdem, wie gesagt, sehr ertragreich. Und wir sehen vor allen Dingen, wie erfolgreich das Cappen sein kann oder auch der Einsatz der Kampfreserven, also Inspiration und Spotplane etc. Denn wir machen hier gerade mal 6800 Schadenspunkte, aber halt 7 Kills. Aber man sieht dadurch schon, Schaden im Frontline-Modus ist tatsächlich nicht alles. Und das sollte man tatsächlich so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Interessant ist auch die XP-Vergabe. Obwohl Wanderfalke den General viel eher hatte als ich, kriegt er hier deutlich weniger Erfahrungspunkte. Das ist auf jeden Fall spannend. Und hier sehen wir, was ich gerade angesprochen habe, was auch einen großen Punkt bei Frontline-Liebe ausmacht. 405.000 Credits in diesem Gefecht. Und das ist tatsächlich noch nicht mal eine super, super krasse Runde, was die Credits angeht. Da geht durchaus noch mehr. Ja, Frontline-Liebe, lasst mir euer Feedback zu den Fragen gerne in den Kommentaren da. Also stählerne Jäger, was ihr dazu haltet versus Frontline, interessiert mich sehr. Und wie war eure letzte Frontline-Woche? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine, Yukon und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.